So, Leute, ich hoffe, euch willkommen zurück. Jetzt geht's weiter mit Panzerkopf 2. Wir sind hier jetzt in Indien vorgestoßen und ich denke mal, dass wir jetzt zum großen Finale kommen werden. Und da wollen wir doch mal gucken. So, Fall Bruno. Herr General, der neue Führer ist eingetroffen. Okay. So, rühre meine Herren und Oberst Wagner, ich würde es begrüßen, nicht auf diese Weise angesprochen zu werden. Verzeihung. Ich möchte zumindest versuchen, die Trennung von politischer, militärischer Führung im Deutschen Reich wiederherzustellen. Und bis dahin wird die Wehrmacht ihren obersten Befehlshaber weiterhin treu dienen. Welche Befehle haben Sie für den General? Wie Sie wissen, stehen wir bereits seit einiger Zeit in den Kontakt mit dem indischen oder mit indischen Nationalisten. Ihr Unabhängigkeitskampf kam uns und den Japanern bei unseren Angriffen gegen die britisch-indischen zugute. Und man kann diese Aufständischen daher von Fug und Recht als die dritte Offensive bezeichnen. Ja, Herr Reichsfeldmarschall. Herr Reichskanzler, ohne Zweifel gelang es uns unter anderem deswegen mit unglaublicher Geschwindigkeit tief in indisches Territorium vorzustoßen. Und dieser Erfolg hat mich hierher geführt. Der Zusammenbruch der britischen Herrschaft in Indien scheint unmittelbar bevorzustehen und wir müssen die Pläne für das Vorgehen schmieden. Das klingt nicht so, als würde eine gesamte deutsch-japanische Besetzung Indiens zur Debatte stehen. Die Zeiten, in denen das Deutsche Reich alle eingenommenen Gebiete besetzt hat, sind vorbei. Oberst Wagner, vor allem so weit entfernt von Europa, nachdem wir die Briten glänzlich aus dem Land vertrieben haben, wird das Deutsche Reich Indien als unabhängige Stadt anerkennen. Das ist mehr als großzügig und deutlich gesagt kaum zu glauben. Keine Sorge, das Deutsche Reich wird dafür etwas bekommen. Dank Ihnen Unternehmen Anton etwas. Ja, das mit den Einzelheiten bin ich vertraut. Okay, Unternehmen Anton war der Deckname für den Plan, die demobilisierte französische Flotte intakt einzunehmen. Der Plan schlug fehl, aber nun bietet sich uns eine ähnliche Chance, die uns bei unserem Vorhaben, unseren Krieg gegen die Vereinigten Staaten fortsetzen, sehr gelegen kommt. Die Aufstände der indischen Nationalisten haben vor allem bei der britischen pazifischen Flotte für Chaos gesorgt. Ihre Schiffe sitzen auf den Hauptmarinestützpunkten der Briten und in Colombo der Insel Ceylon fest. Man sagt, dass die Schiffsmannschaften festgenommen wurden und die Schiffe unter der Aufsicht der nationalistischen indischen Truppen im Hafen liegen. Grundgütiger, eine ganze Flotte auf dem Präsentierteller. Ein Dutzend Flugzeugträger, Schlachtschiffe, dazu Kreuzer, Zerstörer, Unterstützungsschiffe, sozusagen zur freien Verfügung. Und das ist die Gegenleistung dafür, dass wir Indien als unabhängige Stadt anerkennen. Ich verstehe. Ich bin nicht nur für Unterredungen mit meinem Lieblingsgeneral nach Indien gekommen, sondern auch, um den Tauschhandel mit dem neuen indischen Führer unter Dach und Fach zu bringen. Es gibt da allerdings ein kleines Problem. Der Mann, den die indischen Nationalisten als politisches Oberhaupt präferieren, heißt Mohammed Gandhi und sitzt seit 1942, als eine Quit-Inder-Bewegung scheiterte, in einem britischen Gefängnis in Bombay. Ich möchte, dass sie mit ihren Panzern schnell nach Bombay vorstoßen und Mohammed Gandhi befreien. Die Eroberung von Bombay und die Wahl der Stadt als Ort für ein Treffen zwischen der deutschen und den indischen Führungsriege hätte nicht nur eine enorme Symbolwirkung, sondern würde auch den Todesstoß für Britisch-Indien bedeuten. Nach so vielen Jahren siegreicher Kämpfe kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihre Truppen bei dieser waghalsigen Unternehmung scheitern werden. Okay, Premierziel, nehmen Sie Bombay vollständig ein. Schreiten Sie zur Tat, Herr General. Okay. So, wir haben Überrennen und alles, was wir an Truppen brauchen, reicht. Ich weiß nicht, ob man Überrennen ein Flugzeug setzen kann. Wir machen es einfach mal und gucken, ob es was bringt. Ich glaube es nicht. Ich habe es schon mal getestet, aber... So, dann wollen wir mal gucken, wie stellen wir die Aufstellung. Also, wir müssen hier runter, ja. Das heißt, ein Trupp hier und ein Trupp muss aber auch hier unten aufpassen. Das heißt, du kommst hier hin. Die Pioniere schicken wir hier runter. Die Fallschirmjäger kommen auch hier mit. Oder warte, die Fallschirmjäger schicken wir hinten runter. Oder?
Ja, können wir machen. So, Panzer, du kannst hier mit. Du bist der Tarnpanzer. Schicken wir mal hier mit auf die Reise. Du kommst hier mit. Der Aufklärer kann noch mal sagen, was hier in dem Gebiet so los ist. Panzerabwehr kann auch hier mit. Panzer mit dem 7. Sinn hier lang, ja. Hier hin. So, die Artillerie hier hin. Du kannst hier mit. Den schicken wir dann mit. Der ist schnell. Schicken wir dich mal hier mit. Hier hin. Hier hin. Die Flak. Du kommst hier mit. Und die Mobile holen wir hier mit. Hier hin. Und hier hin. Hier hin. Jetzt hier mit. Ja, komm mal hier mit. Und du kommst hier mit. Flammenpanzer kann hier mit. Hier hin. Artillerie hier hin. So, Jäger. Ja, wir können nur hier oben Luftwaffe einsetzen. Woanders, da wird das nicht laufen. Okay. Also. 7. Sinn. Kein Hinterhalt, sehr schön. Hier können wir das nicht bringen. Hier müssen wir es mit dem Aufklärer machen. Passt. Wunderbar. Hier in den Wald mal rein. Und die Flak mal hier hin. Okay. So, hier müssen wir das dann ein bisschen anders da machen. Ja, da ist nix. So. Sieht ja alles sehr ruhig aus. Schon ein bisschen zu ruhig. So, der Flugplatz da unten, den werden wir auf jeden Fall holen müssen. Weil wir können die Luftwaffe ja kaum einsetzen, ne? Also, ja, warte mal. Guck, dass ich den da unten ein bisschen decke. Ja. Ansonsten ist das alles Aufgabe meiner Flaks hier. Ja, mehr kann ich machen. Das war komplett eingeschränkt. Okay, das hätten wir hier. Sehr schön. Da ist nichts. Okay, da haben wir die ersten.
kann der Luftwaffe hier nichts machen. Das heißt, ich muss die Luftwaffe eh hier noch runterschicken. Dann werden wir das auch tun. Mehr kann man hier jetzt nicht machen. Hier noch hin. Ne, komm da nicht ran. So, dann. Hier hin. Okay. So. Okay, müssen aufpassen, der will hier über die Flanken. Ja, wir müssen das Gebiet da oben räumen. Wir werden das auch räumen. So, go. Ja, komm. Boah, Wahnsinn. Oh, 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 oh. Das ist heftig, was da ist. Was der da oben macht, gefällt mir gar nicht. Ja, Munition der. Komm mal hier hin. Okay, wir wissen, dass da oben was ist. Oh, da stürzt jetzt eine ganze Armada ab. Das ist übel. Das ist doch übel. So, Was? Echt jetzt? Moment. Oh, ich habe einen krassen Bug. Oder, ah ne, das ist dieses Flugding. Okay, ne, da habe ich mich vertan. Das war mein Fehler. Ich habe gedacht, das wäre, ja, ne, falsch gedacht. Oh oh. Das war eine richtig dumme Entscheidung.
Ja, ich kann nur hoffen, dass der gut getan in der Hinsicht ist. Ja, ihm viel Glück wünschen. Wenn da jetzt ein Armada steht oder der den irgendwie da wegkriegt, wird's böse. Okay, das ist schon mal gut durchgehalten. Nicht dein Ernst. Ey, der opfert seine ganze Panzer da. Wow, sehr gut durchgehalten. Ja. War gut. Hier hin. Löwepanzer, ja. Gut, effektiv. So. Wir gehen hier hin. Gut, dann als nächstes drauf. Okay, da oben sind auch noch Panzer. Okay, da oben, das kann der jetzt machen. Denn dann können wir jetzt mal hier runter direkt. Okay, das Gebiet hätten wir unter Kontrolle. So, alles oberhalb des Flusses ist unter Kontrolle, das ist schon mal gut. Das heißt, die kommen jetzt hier, machen dann hier und hier. Das Gebiet muss auf jeden Fall. So, dann als nächstes werden wir hier vorstoßen. Ja, ich habe, das wäre der Panzer gewesen. Komm, der seltsam alles ausgesehen. Ich jetzt die Luftwaffe darunter schicke, wo geht der hin? Da, okay. Reicht immer noch nicht. Ich glaube, du kannst dich zweimal bewegen, oder? Irgendjemand konnte das noch. Du. So, wo würde man dich jetzt hinschicken? Hierhin.
Okay, jetzt geht's. Sagen, die machen das da jetzt. Dann kann ich nämlich mit den Truppen. Ich würde aber sagen, ich mache erstmal hier das, weil das. Muss man mal gucken, weiß ich noch nicht ganz genau. Okay, gut, komm. Go. Ja, es sind noch sehr viele Sachen da. So, wir rücken nach hier. Oh, fuck. Okay, gut. Nicht schlimm, nicht schlimm. Kriegen wir hin. Ich hab mich im Panzer vertan. Der Grüne war es, ne? Wo ist er? Wo ist der? Ah, der. Der ist der mit dem... Ich hab mich voll vertan. Er ist der mit dem Hinterhalt. Dem wo dann nichts passiert. Aha, falsche Einheit. Verdammte Axt. Okay. Ja, wir gucken erst hier unten, das ist... So, das machst du. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier mal gerade massive Luftpräsenz. Ein Helden. Lauerjäger. What the hell, was ist das? Hab ich noch nie gehabt. Die Einheit löst immer einen Hinterhalt aus, wenn sie angegriffen wird. Oh, das ist natürlich übel. Das macht natürlich jetzt Probleme. Nee. Pass mal auf, nee, mach mal anders da, weil du musst. Boah. Aber das müsste gehen, ja. Weil der ist auch schwer zu treffen. Und da ergänzen die sich wunderbar. Ergänzen die sich dann wunderbar. Komm.
Er hat aber keinen Helden, ne? Nee, eigentlich nicht. Boah. Die sind zäh, die Jungs. Das sieht echt so aus, als wenn der Panzer hier die Zähne hätte, aber was ist er hier? Das ist alles sehr verwirrend. Ich warte erstmal hier. Ich muss erstmal gucken, auch was hier ist. Der Jäger hier. Keine Flak-Unterstützung hier, oder? Nee. Ich kann aber einen Jäger hier abziehen. Und dann habe ich die Unterstützung. Wahr sein. Ja, die Jäger sind echt gut, muss man lassen. Okay, wir gehen schon mal hier hin. Man den hier hin, falls er den angreifen will. Ja. Da oben, dass ich da oben gerade hänge, ne? Ja. So, siebte Sinn. Tja, bei ihm geht das, ist das kein Problem. Ja, es ist so pervers, was hier alles rumsteht. Yo! Aber hallo! Ne, das würde ich ehrlich gesagt nicht so riskieren, muss ich ganz sagen. Nein! Ah, zu spät gesehen. Nicht sehen, ob hier was draufsteht. Jetzt. Und Hinterhalt. Thank you.
Ja, das. Ja, kannst du machen, komm. Du kommst gut mit hinhalten, klar. Und ich habe jetzt hier unten ja die, den Aufklärer. Ja, lassen wir erstmal da stehen. Ja, wir müssen hier ringsherum alles holen. Weil Flugplätze, der wird mir da permanent auf den Nerv gehen. Ich sehe es nämlich schon. Wir können hier gleich mal gucken, anfangen, aber breche ich eigentlich hier den Aufklärer, wenn wir ehrlich sind. Dann werde ich wohl den Aufklärer hier runterschicken. Vielleicht schicke ich ihn hier hoch, dass er das hier macht, weil ich glaube nicht, dass hier oben noch groß was ist. Also. Dann wäre es ja jetzt schon gekommen. Ja, das würde ich jetzt mal genauso vermuten auch. Den Aufklärer kann man trotzdem mal hier schon als hinschicken. Ja. So, du kannst hier rein. Der Panzer mit dem siebten Sinn, hier runter. Du kannst auch hier runter den begleiten. Okay, da ist nichts drin. Das ist überraschend. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Sitzt der wirklich irgendwo da im Bombay wohl? Okay, nee, kein Helden. Nee. Verdammte Axt, warum sind die so stark? Yes. So, nächster Flugplatz weg. Hierhin. Mal machen. So, nächsten Flugplatz, wo er holen wird, wird entweder hier unten irgendwo sein. Aber den geben jetzt langsam die Flugplätze wohl auch aus. Kriege ich nicht alle weg direkt mit einem Schlag, ne? Das kann ich vergessen. Nee, okay. Gut, ist nicht schlimm, wir gehen mal hin. Oh, hallo. Oh, hallo. Okay, da ist ein bisschen mehr. Das ist schon mal gut. Den Flugplatz holen wir weg. Nein, ach komm schon. Darf doch nicht wahr sein.
So, hier runter. Hätten wir, ja, das klappt leider nicht so. Okay, da ist eine ganze Armada drin. Okay, Moment, dann können wir das doch machen irgendwie. Okay. Ja, der kann bestimmt da drüber fahren, ne? Könnten hier was machen? Du müsstest doch da hinkommen. Ja, komm, den einen Schaden kann man nehmen. Den einen Schaden kann man nehmen und dann gehst du hier hin. Ja, wunderbar. Okay. Ja, wir müssen hier unten alles räumen, weil das ist Wahnsinn. Wo kommt denn der Panzer da jetzt her? Aha, komm ey, also das ist ein bisschen krass übertrieben, oder? Als wenn du da so stark wärst. Okay, dann machen wir das hier. Scheiß drauf. Ich glaube zwar nicht, dass du da so stark übertrieben bist, aber... Wir holen jetzt hier den Flugplatz und dann kann er hier eh nichts mehr machen. So.
Problem ist eigentlich nur hier die Panzerabwehr. Wenn die weg ist, ist Ruhe. Ja. Das Problem könnte natürlich auch sein, wenn die Berechnungen hier mich verarschen. Oha, oha, Moment. Ja. Perfekt. Sehr schön. Was? Du kriegst ihn doch bestimmt nicht platt, oder? Aber du. Und dann schicken wir den Flammenpanzer hier runter. Ja, machen wir doch das. Na, irgendjemand. Mit die Artillerie? Okay. Du holst noch da oben das in Ruhe, ja. Und die Luftwaffe. Verlegen wir die? Warte mal. Was ist denn hier? Ja, ich glaube, wir verlegen die hier. Macht, glaube ich, Sinn. Am besten aber nachher hier hin. Also hier der Flugplatz ist am allerbesten, ja, würde ich sagen, jetzt mal von allen. Da haben wir überall einen Überblick. Und er scheint ja einiges hier drin zu haben. So. Aber hier unten scheint ja auch noch was zu sein. Yo! Wahnsinn! Geht.
Gut, hier hin. Sehr schön. Dann als nächstes den Flugplatz hier. Und dann hier die Verlagerung nach hier. Oh, ich glaube, der hat keine Flugplätze mehr. Okay. Dann kommen wir dann hier zum großen Showdown in Bombay. Gehen wir jetzt kurz davor, ja. Aber bevor, würde ich sagen, mal noch mal diese Truppen hier lang. Und dann bereiten wir alles für Bombay vor langsam, ja. Sollten wir schon langsam anfangen, hier rüber. Hm. So, hier hin. Ich hab nur eine Infanterie, 2, 3, wo ist meine vierte? Du bist hier? Ne, verloren habe ich nichts. Aber ist das meine Infanterie? Wird sie gerade nicht. Das ist die hier, das ist die. Ach, da bist du, okay. Okay, dann kommst du mal hier hin, weil die Pioniere sind wichtig, gerade für die Felder. Stadt mit viel Panzer. Eigentlich schlecht. Ihr müsstet eigentlich dort sein, wo ich jetzt... Ja. Okay, machen wir die Runde dann noch. Und dann, Leute, würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's auf zum großen Schlacht gegen Bombay. Bis dann.